Darf man die Kurban-Ibada im Namen einer verstorbenen Person verrichten? Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Der Lohn für die Kurban-Ibada, also das Schlachten eines Opfertiers, kann einem Verstorbenen gewidmet werden. Dabei sind folgende Schritte zu beachten. Zunächst wird die Ibada selbst im Namen einer lebendigen Person durchgeführt. Nach Abschluss des Opfers kann die Belohnung dann dieser Ibada dem Verstorbenen gespendet werden. Für die Spende dieser Belohnung ist kein separates Gebet erforderlich, sondern ein einfaches Bittgebet, ein Dua mit dem Wunsch, die Belohnung zu übertragen, ist ausreichend. Wenn die verstorbene Person ein Testament hinterlassen hat, in dem sie den Wunsch geäußert hat, nach ihrem Tod in ihrem Namen ein Opfertier zu schlachten, sollte diesem Testament Folge geleistet werden. In diesem Fall darf die Opferung im Namen der Person, die das Testament verfasst hat, durchgeführt werden. Dies wird durch eine Überlieferung deutlich, in der Ali radiallahu ta'ala anh gefragt wurde, warum er zwei Schafe schlachte, worauf er antwortete: Inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama awsani an udahhiya anhu fa ana udahhi anhu. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam befahl mir, in seinem Namen ein Opfer darzubringen, und das ist, was ich tue. Schlussendlich gilt also, wenn ein Testament vorhanden ist, so ist die Opferung im Namen der im Testament genannten Person möglich und auch gültig. Wenn jedoch kein Testament vorhanden ist, darf nur die Belohnung der Opferung dem Verstorbenen gewidmet werden und die Opferung oder die Schächtung darf nicht im Namen des Verstorbenen gemacht werden. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.